Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch zum Gottesdienst am Bildschirm. Herzlich willkommen. Die Corona-Krise bringt manche Beeinträchtigungen und Belastungen mit sich, aber auch manche Chancen. So haben wir die Möglichkeit, manches, das bisher liegen geblieben ist, zu erledigen. Vielleicht auch den ein oder anderen Kontakt mit einem Brief oder am Telefon zu beleben. Mir ist in diesen Tagen ein Wort Jesus wichtig. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für Jesus gibt es kein Kontaktverbot. Wenn er uns ansteckt, dann mit Zuversicht und mit der Liebe unseres Gottes, von der uns nichts trennen kann. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe und mein Gott ist. Gott, lass es still sein in mir, dass die Gedanken sich legen. Lass mich still sein vor dir, dass mein Herz sich beruhigt. Einfach nur da sein in deiner Nähe, einfach im Frieden mit dir und mit mir. Lass es still sein in mir, dass die Hoffnung mich findet. Lass mich still sein vor dir, denn ich will dir vertrauen. Einfach nur da sein in deiner Nähe, einfach im Frieden mit dir und mit mir. Lass es still sein in mir, dass mein Geist in dir atmet. Lass mich still sein vor dir, dass die Seele erblüht. Einfach nur da sein in deiner Nähe, einfach im Frieden mit dir und mit mir. Amen.
Das Evangelium des Sonntags steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Gib uns in deiner Herrlichkeit die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus antwortete: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Die anderen 10 Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Wer unter euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ihr Lieben, Frau Müller, Meier oder Schulze ist eingeladen zum Kaffeetrinken in der Nachbarschaft oder in die Frauenhilfe oder sonst wohin. Doch sie geht nicht hin. Ihr geht es zurzeit nicht so gut. Sie hat Kummer und Sorgen und manchmal auch dunkle Gedanken. In dieser Verfassung will sie sich nicht mit anderen in einer fröhlichen Runde treffen. Ich passe da nicht hin, denkt sie. Und wenn die anderen mich fragen, was mit mir los ist, sie würden mich ja doch nicht verstehen. Und nachher sagt einer noch ein falsches Wort, eins, das ich jetzt ganz und gar nicht gebrauchen kann. Nein, ich bleibe lieber zu Hause. Auch Tobi ist eingeladen zu einer Party bei seinem Schulfreund Max. Eigentlich wollte er dorthin gehen. Die ganze Woche über hatte er sich schon darauf gefreut. Doch dann dieser saublöde Tag. Eine 5 in Mathe, der Ärger mit den Eltern, der Streit mit seinem besten Freund. Am Abend hat er keinen Bock mehr, auf die Fete zu gehen. Mit dieser miesen Laune, was soll ich denn da? Wir nehmen Einladungen an, wenn es uns gut geht. Wohin gehen wir, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht gut drauf sind? Haben wir dann einen, zu dem wir gehen können, dem wir unser Herz ausschütten können, der uns versteht und dessen Nähe uns gut tut? Oder bleiben wir dann mit unserem Kummer allein und versuchen uns irgendwie abzulenken? Jesus Christus sagt bei Matthäus im 11. Kapitel: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Worte sprechen in mir eine Sehnsucht an. Die Mühseligen und Beladenen, das sind ja nicht nur die anderen. Klar, nach außen hin geben wir uns meistens stark, selbstsicher, cool. Mühselig und beladen, ich doch nicht. Immer fröhlich, immer gut drauf, so wollen uns die anderen am liebsten sehen. Was uns bedrückt und belastet, zeigen wir anderen nicht gern.
Was sollen sie denken? Sie würden uns ja doch nicht verstehen oder etwas Falsches sagen. Doch wenn wir allein und unbeobachtet sind, dann spüren wir manchmal die Lasten, die wir zu tragen haben. Den einen belastet das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder nichts mehr wert zu sein. Bei anderen ist es die Belastung in der Schule, im Beruf oder zu Hause. Oder die Angst vor der Zukunft, eine Krankheit, eine schwierig gewordene Beziehung, Streit oder Einsamkeit. Das Gefühl, mehr zu funktionieren als zu leben. Oder der Frust, dass sich ja doch alles nicht lohnt, was ich mache. Jesus nimmt uns ernst. Er sagt nicht, reiß dich zusammen oder so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Er sagt, komm zu mir und bring alles mit, was dich belastet. Bei mir darfst du schwach sein. Komm und ruh dich bei mir aus. Zu Jesus kommen, im Gottesdienst, zu Hause, im Gebet, überall da, wo wir uns Zeit für ihn nehmen, an ihn denken, mit ihm reden, ihm in der Stille unser Herz öffnen. Bei ihm finden wir Ruhe und Frieden. Warum nehmen wir seine Einladung so selten an? Wie oft leiden wir unter unseren Belastungen und kommen gar nicht auf die Idee, damit zu Jesus zu gehen? Komm zu mir. Jesus lädt uns immer wieder neu ein, weil wir nie ein für alle Mal bei ihm bleiben. Wir suchen vielleicht von Zeit zu Zeit seine Nähe, kommen auch zur Ruhe, schöpfen vielleicht sogar Kraft. Und dann gehen wir wieder unsere eigenen Wege ohne ihn und vergessen ihn, bis wir uns wieder an ihn erinnern und uns Zeit für ihn nehmen. Jesus ist dann so etwas wie eine Tankstelle für uns, bei der wir von Zeit zu Zeit auftanken. Oder wie eine erfrischende Quelle, die wir aufsuchen, wenn uns danach ist. Jesus möchte mehr für uns sein. Er möchte mit uns leben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das klingt in manchen Ohren nicht mehr so einladend. Joch, das klingt nach Unterjochen. Uns wird etwas auf die Schulter gelegt. Wir werden eingespannt und sind nicht mehr frei. Doch das meint Jesus nicht. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle heißt diese Stelle: Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Wir tragen bildlich gesprochen immer irgendein Joch auf unseren Schultern. Wir sind immer irgendwie eingespannt, dienen irgendwem, richten uns in unserem Leben immer nach irgendwelchen Maßstäben, Forderungen, Idealen oder anderen Menschen. Es geht nicht darum, dass Jesus uns belasten will. Es geht darum, wessen Joch wir tragen oder anders ausgedrückt, wer oder was unser Leben bestimmt. Jesus sagt, dient nicht irgendwelchen unbarmherzigen Idealen oder Maßstäben, die euch belasten und unfrei machen. Lebt mit mir und lernt von mir, was im Leben wirklich wichtig ist. Lernt von mir zu lieben, Gott, euch selbst und eure Mitmenschen. Mein Joch tragen heißt lieben und frei werden. Es ist sanft. Es gibt keinen Druck, keinen Zwang, keine Überforderung.
Wofür leben wir? Wer oder was bestimmt unser Lebensgefühl? Bei Jesus sind wir nicht nur mit unseren Lasten willkommen. Bei ihm finden wir nicht nur Ruhe und inneren Frieden. Wenn wir mit ihm leben, gibt er unserem Leben Tiefe und Halt. Einen unverlierbaren Sinn, den wir uns nicht erst verdienen müssen. Wir sind geborgen, ganz gleich, was geschieht. Und eine tiefe Freude durchzieht unser Leben. Wir spüren eine innere Kraft, die uns in manchem gelassener macht. Manche Sorgen, Ängste und Lasten werden kleiner. Manche verschwinden ganz. Andere bleiben so, wie sie sind. Aber wir können sie etwas leichter tragen, weil Jesus sie mit uns trägt. Unser Leben wird freier und getroster und hat ein helles Ziel. Ich bete ein Gebet aus Thésée. Jesus Christus, du warst immer in mir und ich wusste es nicht. Du warst da und ich suchte dich nicht. Als ich dich entdeckt hatte, brannte ich darauf, dass du mein Ein und Alles bist. Ein Feuer durchglühte mich. Wie oft aber vergaß ich dich wieder. Und du hast nicht aufgehört, mich zu lieben. Amen. Wir beten. Jesus Christus, du bist unsere Stärke, unsere Hoffnung und Zuversicht. Du bist für uns da, alle Tage bis ans Ende der Welt und hörst nie auf, uns zu lieben. Wenn wir schwarz sehen, zeigst du uns einen Lichtblick. Lass uns in dieser schweren Zeit nicht all das übersehen, was immer noch gut ist und unser Leben lebenswert macht. Wir bitten dich für alle, die im Moment Angst vor Corona haben und sich um ihre Zukunft sorgen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, für alle, die am Virus erkrankt sind, für die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen und anderen systemrelevanten Berufen, für alle, die an ihre Grenzen gekommen sind, für alle, die in dieser besonderen Zeit für andere da sind und helfen. Steh ihnen bei und gib ihnen die Kraft und den Halt, den sie brauchen. Wir bitten dich für alle, die unter den Lasten ihres Lebens leiden, für alle an Leib oder Seele Erkrankten, für alle, die unter Streit und Gewalt leiden, für alle Traurigen und Einsamen, für die, die kein Selbstwertgefühl haben, für alle, die mutlos geworden sind. Lass sie spüren, dass du bei ihnen bist, dass du sie verstehst. Sei du ihre Kraft. Wo wir etwas für sie tun können, da lass es uns tun. Gib uns die Liebe und Kraft, mit an deinem Reich zu bauen, dem alle Zukunft gehört. Gemeinsam bitten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.